Joshua? Es tut mir so, so leid. Du lebst. Und was zählt, ist nur das, Bruder. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dich wiederzusehen. Endlich wieder vereint. Jill! Hä? Der kleine Junge war Ultima? Hä? What the fuck? Jetzt bin ich maximal verwirrt. Oder hat er sich das jetzt... Hä? Es ist getan. Der Dämon, der uns auseinandergerissen hat, ist tot. Vater. Der Mutterkristall! Er zerfällt! Ja, nichts wie weg hier. Nein, warte! Das bin ich ihm schuldig. Na gut. Ah, jetzt kriegen wir Bahamuts Kräfte. Die Dragoons unterstehen seiner prinzlichen Hoheit. Der Rat hat keine Macht einzuschreiten. Was ist in dich gefahren, Dion? Priorität hat das sofortige Löschen der Feuer um das Palais. Der Rest kann warten. Steh nicht rum! Los! Ja, mein Herr. Meine Güte! Dion, hast du etwa deinen Verstand verloren? Ruf sofort die Dragoons zurück. Keine Sorge, der Bevölkerung werden sie kein Leid zufügen. Ich komme euch zu retten, Vater. Du willst was? Üble Schatten lauern im Herzen Sanbrex. Sie stammen von eurer Frau, der Verräterin Annabella. Kein Wort mehr, Dion. Vater, ihr wollt es nicht sehen, doch sie hat euren Geist verdunkelt, euch euer Selbst vergessen lassen.
Bitte erinnert euch, ihr wart ein gütiger und gerechter Herrscher und kein Tyrann. Warum wendet ihr euch jetzt von eurem Volk ab? Warum wollt ihr jetzt die Feuer des Krieges schüren? Auch ihr habt diesen Wandel miterlebt, eure Eminenzen. Und ihr wisst so gut wie ich, wer dafür verantwortlich ist. Ihre Marionette sitzt nun auf dem Thron, doch ohne ihre Fäden verliert auch sie ihre Macht! Was? Dion, vor mir willst du deine Waffe erheben? Wachen! Ergreift ihn! Für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Dies waren eure Worte. Doch wenn jeder eurer Untertanen tot ist und von ihren Häusern nichts mehr bleibt außer Asche, was wird dann aus eurem Reich, seinen Herrschern, eurer Göttin? Die Mutterkristalle verblassen mehr und mehr. Die Fäule verschlingt alles, was uns lieb und teuer ist. Und unser Volk vertraut seinem Kaiser, es zu schützen. Doch er strebt nicht nach einer sicheren Zukunft, sondern plant, die restlichen Reiche zu erobern. Sogar wenn es alles kostet, was seine Bürger mit Mühe und Not aufgebaut haben. Dion, verstehst du denn nicht? Es ist doch ein geringer Preis, oder nicht? Du hast deine Macht nicht umsonst bekommen, Dion. Dafür ist sie doch da. Also geh und hol mir Valisthea, Bruder. Vater, er hat seine Kinder wirklich geliebt. Dass er für mich sterben würde, war klar. Die Frage war nur wann. Du, was hast du? Du hast wirklich lang an dich gehalten, doch bist letztendlich zerbrochen. Und nun nähert Mythos sich uns. Wollen wir doch mal sehen, wie viel er ertragen kann. Los, Bahamut. Vatermörder. Ach so, alles klar. Schon wieder. Bruder? Erklär später. Du kannst hier nicht bleiben, Mutter. Komm. Nimm meine Hand. Na! Bleib mir vom Leib! Lass es alles ein Traum! Nur ein Albtraum! Du kriegst mich nicht, Dämon! Du kriegst mich nicht! Ha 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 ha
Habe ich das jetzt aber richtig verstanden? Sie hat, wie heißt der? Ultima geboren oder wie jetzt? Das habe ich jetzt gar nicht so ganz gepeilt. Oder hat es sich irgendwann einfach an dem Jungen manifestiert? So wie er es bei Clive machen wollte. Wenn es Bewusstsein ist, das eure Willen verwoben hat. Bewusstsein, die Grenzen des Ichs zwischen euren Willen weiter verwischt. Dann werden wir euch erneut entzweien. Ist die Bindung durchtrennt, wird alles, auch die Menschheit, zur alten Ordnung zurückfinden. Auf das Primogenesis eine neue Zeit der Vernunft einläutet. Entspannt euch, Majestät. Einige Zeit später, Benedikta? Wollen wir spielen? Es ist so lang her. Wenn ihr es wünscht. Ha! So armselig wie alle anderen. Solch erbärmliche Wesen. Ihr besitzt die Macht der Esper. Und doch führen euch eure belanglosen Affekte in den Ruin. Und so bindet ihr euren schwachen Willen an die Fäden eures Bewusstseins. Ein kläglicher Versuch der Selbstbewahrung. Das Schicksal hat die Söhne des Feuers wieder vereint und einen Augenblick hat ihre Flamme hell gebrannt. Bald, Mythos, wird dein perfekter Leib uns empfangen. Und die Welt wird neu erschaffen werden. Erst müssen die Fäden durchtrennt werden. Der Treue, des Respekts, der Liebe. Erst wenn jeder dieser Fäden vom Bewusstsein getrennt wurde, wird Mythos zu uns zurückkehren. Durch Primogenesis wird alles verlöschen. Die Menschheit wird ihre Fehler verlieren. Und Mythos seinen Willen. Doch während er ihn in sich trägt, kann er die Fäden neu verknüpfen lassen. So bitten wir dich. Finde Mythos und zerschneide sie alle. Wie soll ich zerstören, was nicht greifbar ist? Das ist unmöglich. Deine schwarze Klinge vermag alles zu zerschneiden, Odin. Wir werden eins mit Mythos. Die Welt wird erneuert werden. Nur darf unser Leib sein Menschsein nicht weiterentwickeln. Euer Wunsch, mein Herr, ist mir Befehl. Okay. Jetzt wissen wir, warum er so viel Ahnung hat über, ja, über Mythos, über uns. Alles klar. Ui, guck mal, alles lila jetzt hier geworden. Ja, jetzt steht nur noch Valut.
auf der Liste. So, kehren wir ins Versteck zurück. Oh, krass. Krasser Fight, wirklich. Also epic. Epic pur. Aber ich habe halt noch nicht gepeilt jetzt. Okay, ich rede gleich weiter. Geht es ihm besser? Er schläft. Schon seit wir zurückgekommen sind. Taya sagt, dass er bald wieder bei Kräften ist. Zumindest vorerst. Er hat etwas auf seiner Brust. Eine Schwellung. Versteinert. Der Fluch. Nee, Ultima. Jeder Berg, den wir erklimmen, gibt den Blick auf den nächsten frei. Es nimmt kein Ende. Sogar der Himmel scheint sich davor verschließen zu wollen. Aus den Fugen. Die Macht des Lichts gleichfalls sich ein Stück der Essenz Bahamuts einverleibt. Das Beschwören von Bahamuts Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Impuls. Diese Fertigkeit erschafft mehrere Kugeln aus Licht, die deinen Gegner verfolgen und wiederholt Schaden zufügen. Das wäre wunderbar mit Garudas Fähigkeit zusammen. Okay, Bahamuts Esper-Kraft, Lichtschwingen. Alter! Okay. Joshua wird wohl noch eine Weile schlafen. In der Zwischenzeit sehe ich am besten mal bei Otto vorbei. Otto. Es wird Zeit brauchen, bis wir verarbeitet haben, was im Dominium passiert ist. Und was mit dem Kronprinzen? Es ist Zeit, genau das, was wir nicht haben. Naja, gut, okay. Wir haben aktuell noch keine neuen... Sidequests. Endlich mal. Davon hatten wir heute schon mehr als genug gehabt. So, ich bin schon 9 Stunden mal aufnehmen. So, okay. Ja, ich würde auch mal sagen, wir beenden, glaube ich, jetzt so langsam mal das Game für heute. Wir können aktuell nichts machen. Ja gut, ich meine, bis auf zu Otto gehen. Da habe ich auch einen neuen Brief. Komm, lesen wir den erstmal mal. So, Grüße von der Roten Karawane. Sicherlich habt ihr das Dominium ohne weitere Schwierigkeiten erreicht. Solltet ihr wieder einmal in Dalimil vorbeikommen und ein wenig Unterstützung brauchen, wird die Rote Karawane euch gern behilflich sein. Zum Freundschaftspreis, versteht sich. Elois. Oder Elois. Genau. So, Nachrichten von den Fluchbrechern. Die Berichte unserer Brüder und Schwestern im Einsatz sind alle gleich. Dieser verfluchte Himmel verdunkelt nicht nur das Land, sondern auch die Herzen der Menschen. Herzen, die ohnehin schon schwer sind, seit... die Kasia gefallen und auch der letzte Mutterkristall im Sturm erloschen ist. Noch bleibt Valistea standhaft, aber jedes neue Unglück treibt die Menschen näher an den Abgrund. Die Lage ist wie immer ernst. Wir melden uns wieder nach Neumond. Bis dahin beobachten wir weiter. Möge der Fluch der Kristalle gebrochen werden. August. Ganz schönes Chaos. Man hört, dass nach dem kleinen Anfall des verrückten gewordenen Prinzen nicht mehr viel von die Kasia übrig ist. Aber was ist mit euch? Habt ihr es noch rechtzeitig aus der Stadt geschafft? Ich bin sicher, das habt ihr. Aber schickt doch vielleicht trotzdem eine Stolas, damit Elle sich keine Sorgen machen muss. Theodore. Okay.
Sind wir auf einmal so dicke Freunde geworden, oder was? Dass sie uns jetzt sogar schon anfangen, Briefe zu schreiben. Ah, die Musik hat sich auch geändert, ne? Fällt mir jetzt gerade so auf. Hast du die zwei gesehen, die bei Taya reingetragen wurden? Ja, mit den ganzen edlen Klamotten voller Blut. Der Kronprinz und Joshua. Hey, danke, Götz. Dass du mich im Dominium nicht sitzen gelassen hast. Wärt ihr nicht gekommen, wäre ich wohl heute noch da. Ich habe Tante Charon gesagt, dass wir auf dem Phönix zurückgeflogen sind. Aber sie glaubt mir nicht. Kannst du ihr sagen, dass das stimmt, Clive? Die Zeiten sind hart. Hey, El Charon. Dich allen, solange du kannst. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. So, Diamantenschwert. Mein Excalibur ist besser aktuell. Was hat ihr denn neu? Ihr habt doch nichts neu. Ihr habt ein paar neue Noten. Aber sonst. Final Elixier. War's das schon? Ja. Aber schon nice mit den, mit der Fusion zwischen dem Phönix und Ifrit. War schon cool. Im Versteck haben alle ihren Appetit verloren. Verständlich, wenn man sich den Himmel so ansieht. Ach kommt, Leute. Es wird sich alles noch bessern. Okay. Wie gesagt, ich hoffe halt nur, dass es kein Bad End hier in dem Spiel geben wird. Also ich hoffe schon irgendwie mal auf ein Happy End. Wobei ich das anzweifle tatsächlich. Wäre mal aber ganz cool. Ist was kaputt? Mal ausnahmsweise mal wieder bei Final Fantasy, ne? Willst du was schmieden? Lichtbrand. So, neue Klinge. Ja gut, nur 2 Punkte besser, aber immerhin. Und ich will mir gleich mal die Skills von Bahamut reinziehen. Felskeil und Lichtsplitter. Habe ich beides da? Felskeil. Ach so. Okay. Ja, dann mach mal. Pass gut drauf auf, ja? Mach ich. Gut. Lichtband. Achso, das ist das Schwert, was ich gerade geschmiedet habe, ja. War's das? Gut. Ja, das war's. Gut. Ui, nice Schwert. Haben wir da wieder was Neues? Achso, ja, weil ich ein neues Schwert geschmiedet habe, deswegen wahrscheinlich. Okay. Ja, wo ich vorhin noch drüber gesprochen habe, ich hab immer noch nicht so ganz verstanden. Hat Ultima sich den Sohn irgendwie im Laufe der Zeit vollknüpft, also sich in seinen Körper eingenistet oder so halt? Oder hat Annabella tatsächlich Ultima geboren? Das ist jetzt etwas, was mich so ein bisschen interessiert. Naja. Ich würde gerne eine Sache erstmal machen, bevor ich hier das Spiel beende. Ich möchte einmal kurz zum Krankenflügel gehen. Und gucken, ob wir zufällig die beiden Patienten sehen können. Also, wenn du mich fragst, braut sich da was zusammen. Leute im Versteck munkeln, dass der Himmel ein... Ah, Clive. Was möchtest du denn wissen? Ich habe alle Einzelheiten hier. Kampf. Ja, der Kaiser ist tot. Der ist auch tot und der ist auch tot. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass der kleine Junge irgendwie was mit Ultima zu tun hatte. Wirklich nie. Bestraft, befiehlt, ja. Der König von Orlut steht unter dem Einfluss von Ultima. Schrecklich. Jo. Studiere sie gut, Clive.
So, das war jetzt... Deine heutige Lektion ist beendet. Jo, was geht ab? Ist was Neues? Tatsache. So, B, A und ein Fragezeichen wieder. Okay. Stille Ufer Rosaria und Famade, Dalmekia, Famade, kenne ich gar nicht. Zambrekische Legenden erzählen von einem väterlichen Drachen, der beinahe das halbe Reich mit seinem feurigen Atem entzündet hat, bevor er hinter einem magischen Nebel versiegelt wurde. Von Gwigor persönlich, wie manche Quellen behaupten, es lässt sich zwar nicht mehr sagen, wie Teile dieser Geschichte wahr sind und welche, Ja gut, das ist jetzt etwas fürs nächste Mal. Genau, zum Krankenflügel. Ich lasse mich gerade aktuell voll leicht ablenken. Wo sind die beiden Patienten? Der Fluch. Ich kann kaum noch meine Arme heben. Du brauchst nur etwas Ruhe. Ich bleibe bei dir. Aber nur, wenn du möchtest. Natürlich. Ja. Joshua und der Kronprinz, beide hier. Die Verletzungen, die dein Bruder und der Prinz erlitten haben, sind schon erschreckend genug. Aber so etwas wie diese Wunde über Joshuas Herz habe ich noch nie gesehen. Wäre er kein Dominus, dann hätte sie ihn sicher längst das Leben gekostet. Gut, alles klar. Ja, okay. Achso, und wir haben uns Ifrit einverleibt. Check mir auch mal eben noch aus, bevor ich Feierabend mache. So, wir haben auch was... Ui, ganz schön viele neue Accessoires. Kavals Reißzahn erhöht Torgals Angriffswert geringfügig. Okay. Auch so ein bisschen was für Torgal. Apropos Torgal, ist der irgendwie aufgestiegen? Nee, noch nicht. Okay. So, Bahamut einverleibt. Wir haben noch zwei, die uns fehlen. Jill... Und der König von Valut. Ich hoffe, dass Jill nichts passieren wird. Wirklich, das hoffe ich sehr. Okay, boah. Der Skill, der ist Hammer. Gut, der basiert jetzt mehr auf Stärke, ne? Wie lange dauert der Skill? Lichtschwingbarmut. Drücke Kreis und Beschwören von Megaflare. Ja gut, an sich schon cool. So muss ich so ganz ehrlich sagen, ne? Aber... Man muss halt wirklich, je mehr Ziffern du da hast, desto stärker wird er halt, ne? Was ist das denn? Satellit. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Nicht erlernt. Nicht erlernt. Auch nicht erlernt. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf diesen Forstangriff verzichten möchte, wisst ihr? Also ich finde Bahamut schon besser, deutlich besser. Er hat auch schon seinen ultimativen Skill. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich... die Tarn seines Skill wirklich verlernen möchte. Wir probieren es einfach mal aus. So. So, dann rüsten wir mal aus. Ah, guck mal, den Faustangriff können wir immer noch anwenden, ne? Boom.
Den würde ich auch gerne behalten, wenn ich ehrlich bin. Der ist übelst gut, der Faustangriff, wirklich. Was ist das hier? Das ist der ultimative Skill. Okay. Ja, der Skill ist scheiße. Machen wir mal folgendes, ich lerne das Skill einfach mal darüber. So. Cool. So, und hier lerne ich dann einen Skill von Bahamut. Impuls. Ja, das ist nice. Das ist auf jeden Fall nice. So, und der ultimative Skill, den muss ich jetzt noch erlernen. Aber dafür muss ich alles von ihm verlernen. Mal vergessen. So, und den erlernen. So. Gut. Alles klar. So. Schön. Das wär's dann erstmal zu Bahamut. Flair. Dann hätten wir hier schon mal Bahamut seine Skills. Ganz Angriff haben wir auch noch. Finde ich sehr geil. Okay. Ja, gut. Genug rumgesessen. Ja, das war's mit der heutigen Aufnahmesession. War sehr ereignisvoll. Sehr nebenquestreich. Und auf jeden Fall auch episch. Ne? Sehr, sehr episch. So. Dann verabschiede ich mich jetzt heute. Ich danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Aufnahmesession. Ne? Mach's gut. Ciao.